Und zwar das respiratorische Versagen bei Krebspatienten. Das respiratorische Versagen ist ja das weitaus häufigste, der häufigste Aufnahmegrund von nicht-operativen, nicht-postoperativen Krebspatienten auf der Intensivstation. Und es hat auch erhebliche prognostische Einflüsse. Also Patienten, die mit respiratorischem Versagen kommen, haben ein schlechtes Outcome, insbesondere dann, wenn sie einer Beatmungstherapie bedürfen. Und ich würde gerne in meinem Vortrag drei Topics bringen. Das erste ist der Punkt Differentialdiagnose, das zweite Oxygenierungsstrategien und der dritte Punkt nur ganz kurz das schwere ADS, was wir da für besondere Herausforderungen haben und welche Fragen in dem Zusammenhang auch unklar sind. Das ganze Thema ist relevant, wenn Sie einmal hier schauen, die Mortalitätsraten von Krebspatienten, die aufgrund eines akuten respiratorischen Versagens intubiert werden mussten, dann sehen Sie zwar, dass in den letzten Jahrzehnten die Mortalitätsrate besser geworden ist und auch die letzten Daten, die hier gar nicht mehr so taufrisch sind, aus dem Jahr 2014. Patienten mit ADS, 85% hämatologische Patienten in dieser Kohorte, über 1000 Stück davon, hatten eine Mortalität von 50%. Jetzt können wir sagen, das ist natürlich gar nicht so viel mehr als bei Nicht-Krebspatienten, aber trotzdem erhebliche Mortalität, die gleichzeitig bedeutet, dass viele dieser Patienten, ungefähr die Hälfte, die mit einem ADS zu uns kommen, letztendlich gar nichts von dieser invasiven Therapie haben, sodass wir hier sehr sorgfältig arbeiten müssen und so viel wie möglich richtig machen sollen. Was in den letzten 5 bis 10 Jahren recht gut untersucht worden ist, ist der Impact einer nicht identifizierten Ätiologie beim akuten respiratorischen Versagen. Und ich möchte mal hier, ohne auf alle Details einzugehen, eine repräsentative Studie mit über 600 Patienten vorstellen, wo man geschaut hat, was unterscheidet denn Patienten mit akutem respiratorischen Versagen, die lebend und sterbend das Krankenhaus verlassen. Und zunächst einmal sieht man hier, dass der weitaus häufigste Grund für das respiratorische Versagen eine infektiologische Ätiologie ist. Dann haben wir nicht infektiologische Ereignisse in der Lunge, dazu gehören also maligne Infiltrate im Rahmen der Grunderkrankung, aber auch Drug Toxicity, aber auch kardiopulmonale Ödeme bei diesen mitunter morbiden Patienten. Und dann in einem kleineren Anteil der Patienten, das ist jetzt zusätzlich nochmal zu den infektiologischen Ätiologien, die ganz oben abgebildet sind, die opportunistischen Infektionen. Das heißt, wenn man das alles zusammenrechnet, sind zwischen 50 und 60% der Patienten haben eine Infektion. Aber wenn Sie ganz unten schauen in der Zeile, da gibt es den Punkt undetermined. Das heißt, das sind die Patienten, wo man nie herausgefunden hat, was die eigentlich haben. Und wenn Sie schauen, die Patienten, die verstorben sind in der rechten Spalte, da ist ungefähr jeder fünfte Patient, der das Krankenhaus nicht überlebt. Da wusste man am Ende nie genau, woran das liegt. Und es gibt hier Folgestudien. Es liegt nicht daran, dass man bei denen nicht genau hingeschaut hat. Also die Diagnoseintensität bei diesen Patienten ist genauso hoch wie bei den Patienten in den spezialisierten Zentren, zumindest wo man eine Diagnose findet. Aber schauen wir mal, was das für einen Einfluss hat in dieser Studie. Sie sehen hier die Überlebensraten der Patienten und die Gruppe mit dem schlechtesten Survival. Das sind die Patienten, wo man nie herausgefunden hat, was der Grund war. Und wenn man sich das jetzt anschaut in die Odds Ratios für schlechteres Überleben, Sie kennen die Darstellung wahrscheinlich alle, nochmal kurz zusammengefasst, diese schwarzen Boxen links unten in der Figure, das ist die Odds Ratio zu versterben und rechts und links die Flügelchen sozusagen, das ist das Konfidenzintervall. Und wenn diese Strukturen entweder zur Gänze rechts oder zur Gänze links von der Odds Ratio 1.0 sind, dann heißt es, dass die Wahrscheinlichkeit zu versterben oder besser auszusteigen signifikant höher oder schlechter ist. Und hier sind die vier Faktoren, die unabhängig mit erhöhtem Versterben vergesellschaftet sind. Und da sehen Sie, dass nur einer dieser Faktoren, nämlich nur die Undetermined Diagnosis, das ist der einzig potenziell modifizierbare Risiko für schlechtes Outcome. An den anderen Faktoren können wir nichts ändern. SOFA-Score, Aspergillose, das bringen die Patienten alles mit, aber wir können jegliche Anstrengungen darauf richten, tatsächlich herauszufinden, was bei den Patienten los ist. Und ich zeige Ihnen dann noch eine zweite Studie, ich möchte gar nicht so viele Studien zeigen, aber das ist eine rezente große Anstrengung, wo man innerhalb von 8 Monaten
multinational 1600 immunsupprimierte Patienten mit akutem respiratorischen Versagen gesammelt hat. Und 15% von diesen Patienten hatten auch eine unbekannte Etiologie. Und da sehen Sie hier, das ist vielleicht etwas unübersichtlich, weil man sich da noch viele andere Sachen angeschaut hat. Aber in der Basisaussage genau das Gleiche. Der einzig potenziell modifizierbare Risikofaktor für schlechtes Outcome war auch hier die unidentifizierte Etiologie. Das heißt, wir müssen wirklich genau hinschauen. Aber die Frage ist, was sollen wir tun? Ich möchte ein paar Jahre zurückgehen, zu einem Landmark-Trial, was sich angeschaut hat, was bringt denn die bronchoalveoläre Lavage bei diesen Patienten? Das ist eine Diagnostik, die wir bei uns im Zentrum an sich immer zusätzlich machen bei Patienten, die intubiert sind. Aber zusätzlich zu einer großen Anzahl an weiteren Untersuchungen, und zwar einerseits die Bildgebung, wobei hier gerade bei neutropenen Patienten die Computertomographie unablässig ist, weil die Immunantwort, die Entzündungsreaktion oftmals so verändert ist, dass man im Lungenröntgen selbst beim respiratorisch insuffizienten Patienten möglicherweise gar nicht sieht. Wir brauchen bei diesen Patienten ein Echo. Gerade nach Immun- oder Chemotherapien gibt es hier etliche Substanzen, die hier auch entweder direkt die Herzfunktion beeinträchtigen können oder die Herzfunktion beispielsweise im Rahmen einer therapieassoziierten Sepsis auch beeinträchtigt sein kann. Dann machen wir Sputumkulturen auf Bakterien, Pilze und je nach Risikoprofil des Patienten unter Umständen auch Tuberkulose. Man kann ein induziertes Sputum machen auf Pneumocystis-PCR, dann wenn der Patient Husten hat und hier eine gewisse Vortestwahrscheinlichkeit da ist für Pneumocystis, nasopharyngeale Aspirate, das kennen wir, oder beispielsweise Abstriche, das kennen wir gut aus den letzten Jahren, wo wir speziell nach Viren suchen. Das heißt, das müsste man heutzutage auch noch erweitern, beispielsweise auf Corona. Natürlich Blutkulturen, Virus-PCRs aus dem Blut, im Wesentlichen auch die Herpesvirus der Gruppe. Und dann haben wir eine Vielzahl an Pilzbiomarkern, die sich heutzutage natürlich erweitert hat, über das zirkulierende Galactomannan hinaus. Das, was Sie hier sehen, ist sozusagen der nicht-invasive Diagnosealgorithmus aus der Studie, die seinerzeit publiziert wurde. Dann machen wir Serologien auf atypische Erreger und Urinantigene. Und dann hat man sich in dieser Studie gefragt, was bringt es denn nun tatsächlich, wenn man zusätzlich zu diesem Algorithmus auf der linken Seite noch eine bronchoalveoläre Lavage durchführt, und zwar bei nicht intubierten Patienten. Und wenn Sie in dem oberen Kasten schauen, die Einschlusskriterien für diese Studie, die waren schon recht knackig. Also die waren wirklich respiratorisch insuffizient. Die mussten eine hohe Atemfrequenz haben, Sättigung unter Raumluft unter 90 oder Sprechdyspnoe. Und lediglich Koma und Schock beziehungsweise eine Sättigung unter 90 unter entsprechender nicht-invasive Oxygenierung waren hier ein Ausschlusskriterium. Da hat man die Patienten 1:1 randomisiert und Folgendes gefunden. In diesem Expertenzentrum war die Intubationsrate mit der bronchoalveolären Lavage nicht erhöht. Das heißt, in der Hand des sicheren Untersuchers, und ich glaube, das kann nicht unbedingt jeder Intensivmediziner von sich behaupten, dass er eine große Erfahrung hat in der Lavage nicht intubierter Patienten, ist die Lavage ein sicheres Tool, auch bei diesen Patienten. Wenn Sie in der zweiten Zeile schauen, die Diagnose, beziehungsweise ein Erreger oder ein Finding, was mit einer Diagnose kompatibel sein konnte, wurde in nicht signifikant unterschiedlichen 78 beziehungsweise 80% der Fälle gefunden. Das heißt, in dieser randomisierten prospektiven Studie hatte die BRL beim Nicht-Intubierten keinen vordergründigen Vorteil. Lediglich 18% der Diagnosen mit Pneumocystis konnten in dieser Kohorte lediglich mit der BRL durchgeführt werden. Das heißt, die Autoren dieser Studie haben an sich gesagt, man soll das machen. Hinter vorgehaltener Hand haben sie aber an sich propagieren sie, dass sie nur mehr die Lavage bei nicht intubierten Patienten machen, wenn da gewisse Vortestwahrscheinlichkeit für Pneumocystis vorliegt. Zu den radiologischen Hinweisen. Da gibt es sehr, sehr schöne Paper, wie CT-Bilder aussehen können. Gerade bei hämatologischen Patienten, wenn Sie von links nach rechts die Boxen durchschauen, mal nur die Überschriften in der ersten Zeile, da gibt es kann es ganz charakteristische Muster geben in der Vortherapiephase, also wenn der Patient mit einer therapienaiven hämatologischen Erkrankung kommt, dann während der Treatment Induction, also in der ersten Therapiephase, die wird dann nochmal aufgeteilt in frühe und mittlere Phase.
Hier kommen dann unter Umständen schon Effekte durch die Therapie, die direkt am Lungengewebe wirken kann, heraus. Hier kann es zu Infektionen kommen, die spezielle Infektionsstigmata bis hin zur Aspergillose bieten. Und dann auch in der Konsolidierungsphase, das wäre sozusagen ganz rechts, gibt es auch hier klinische Situationen, die gehäuft auftreten können. Und wenn Sie das für sich nutzen wollen, um draufzukommen, was der Patient hat, dann brauchen Sie natürlich eine exzellente Kooperation mit einem Radiologen, der sich diesen Themen auch widmet. Ich glaube, dass wir hier mitunter noch ein bisschen in der Frühphase sind, was das Erkennen all dieser spezifischen Krankheitsbilder angeht. Aber es ist definitiv ein Tool. Zur weiteren Differenzierung und auch ein lesenswertes Konsensuspaper hier von Azoulay in Intensive Care Medicine finden Sie anhand von verschiedenen CT-Findings in der Peripherie dieser Figur auf der linken Seite Vorschläge für geeignete Diagnostik, die man dann durchführen kann. Weil es ist natürlich nicht realistisch, dass man bei jedem Patienten alles, jede PCR macht, jegliche Subuntersuchung, sodass das ein bisschen hinleiten kann auf Untersuchungen, die besonders relevant sind. Und genauso kann man das auch versuchen, klinisch einzuteilen. Sie sehen auf der rechten Seite in diesem Kreis von innen nach außen Defekte an den jeweiligen Stellen des Immunsystems, seien es die T-Zellen, die B-Zellen oder die neutrophilen Makrophagen. Dann sehen Sie in den Kreisen drumherum, welche klinischen Zustände beispielsweise, welche Grunderkrankung oder welche Therapie hier das Immunsystem an den Stellen besonders schwächt, bis hin zu den spezifischen Erregern, die dann im äußersten Kreis sind. Und dann sehen Sie in den Ecken der Darstellung wieder, wenn Ihr Patient beispielsweise einen T-Zell-Defekt hat infolge einer spezifischen Antikörpertherapie, dann muss man insbesondere an die Erreger denken, die Sie beispielsweise mit den Tests in der linken oberen Ecke abbilden. Wie ist das mit der Lungenbiopsie bei hämatologischen Patienten? Sie wissen ja, die meisten haben doch eine Thrombopenie oder auch eine Gerinnungsproblematik, sodass das hier sicherlich keine Routinediagnostik ist. Aber es gibt doch tatsächlich Berichte, das ist eine Liste von Studien mit sehr wenigen Patienten, Beobachtungsstudien, die sich das angeschaut hat. Und da gibt es eine Studie mit 63 Patienten, die lungenbiopsiert wurden, wo tatsächlich ein Diagnostic Yield in über 50% der Fälle aufgetreten ist. Das heißt, in über 50% der Fälle ist man letztendlich erst draufgekommen, was der Patient hatte. Und in 75% dieser Fälle hat man dann tatsächlich auch die Therapie modifiziert und verbessern können. Die Komplikationsrate lag allerdings bei 13%, was auch nicht gerade wenig ist. Und mögliche Optionen für die Zukunft könnten CT-gezielte Punktionen sein von fokalen Läsionen oder eine kryobioptisch durchgeführte transbronchiale Biopsie. Etwas, womit ich keine Erfahrung habe, aber möglicherweise in Zukunft, das ist, denke ich, wirklich Zukunftsmusik, diese Optionen eine Möglichkeit sein können. Wir dürfen nie vergessen auf die nicht infektiösen Ursachen, die hatte ich bereits erwähnt in einiger dieser Studien. Ich habe hier mal eine alte Studie rausgesucht. Schauen Sie sich das an. Das sind 114 Patienten mit Hochrisiko-AML. Und wenn Sie jetzt den Baum nach links weiter verfolgen, hatten über 80% dieser Patienten ein respiratorisches Ereignis. Und von diesen 80% respiratorische Ereignisse, das war also Luftnot, schlechte Sättigung, Husten, waren über 50% in der Frühphase, das heißt noch nicht in der Leukämie therapiert. Über 60% dieser Fälle waren zurückzuführen auf eine Infiltration des Lungengewebes mit Blasten beziehungsweise durch Effekte, die malignen Klone auch an den Endothelzellen haben. Da kommt es zum Anhaften dieser Zellen, wenn das sehr viele sind, am Endothel, was letztendlich auch wiederum den Gasaustausch behindert. Das heißt, diese Patienten können im CT beispielsweise aussehen wie eine Pneumonie. In Wahrheit ist aber ein großer Anteil an der respiratorischen Insuffizienz hinsichtlich der Ätiologie die Krankheit alleine, sodass diese Patienten dann natürlich auch eine systemische Leukämietherapie benötigen. In der Regel dann zusätzlich zu einem Antibiotikum, weil ausschließen kann man eine Pneumonie in diesem Fall dann nie. Wie kann man sich noch helfen? Hier gibt es einen evaluierten sogenannten Direct Approach. Wenn Sie die oberste Zeile
einmal durchschauen mit mir gemeinsam, dann verstehen Sie auch, woher dieses Akronym kommt. D wie Delay seit Symptombeginn, und in der entsprechenden Spalte sehen Sie dann, seit wie vielen Tagen der Patient diese Symptome hat. I wie Art der Immunsuppression, also beispielsweise spezifische Erkrankung, aber auch Therapien, Steroide beispielsweise. R wie das radiologische Muster. Hier finden Sie gewisse Pattern, die Sie dann im CT finden können oder auch im Lungenröntgen. C wie klinisches Bild, das kommt aus dem Englischen, Fieber, bronchiales Atmen, Schock oder unilaterale oder bilaterale Rasselgeräusche. Und das C steht dann für das HRCT, finden sich hier Konsolidierung, Milchglas, Noduli oder septale Linien. Was hat man gemacht in dieser Studie? Man hat in dieser Studie diese Variablen retrospektiv zugeordnet zu einer Gruppe von über 400 Krebspatienten mit akutem respiratorischen Versagen, bei denen eine Diagnostik inklusive einer BRL nach durchgeführt wurde. Und dann hat man, nachdem man wusste, was die Patienten hatten, retrospektiv diese Faktoren versucht zuzuordnen. Also gibt es klinische oder radiologische oder anamnestische Findings, die hervorsagen, was der Patient letztendlich hat, in welches Erregerspektrum er fällt. Das ist deswegen relevant, weil daraus dann direkt auch eine empirische Therapie abgeleitet werden kann. Also eine Therapie, die Sie initiieren müssen, auch wenn Sie noch gar keine Resultate von Ihren Untersuchungen haben. Und das sind dann in den drei Spalten unten die Faktoren, die übergeblieben sind. Eine bakterielle Pneumonie ist dann besonders wahrscheinlich, wenn der Patient Neutropen ist, er solide Tumoren hat, ein multiples Myelom, Symptome weniger als 3 Tage, Schock, unilaterale Rasselgeräusche oder unilaterale Infiltrate. Und dann wären Sie mit einem Breitbandantibiotikum, in der Regel mit Pseudomonas-Wirksamkeit, in erster Linie gut beraten. In der mittleren Spalte sehen Sie die Risikofaktoren für opportunistische Infektionen. Das mag jetzt wenig überraschend sein, aber zumindest konnte man das schön zeigen in der Studie. Steroide, lymphoproliferative Erkrankungen oder allogene Stammzelltransplantation. Und wie eingangs erwähnt, in der rechten Spalte die akuten Leukämien, wenn sie frisch aufgetreten sind, sehr oft verantwortlich für respiratorisches Versagen. Und dann brauchen sie systemische Therapie, beziehungsweise wenn respiratorisches Versagen dabei ist, auch Steroide. Ich darf an der Stelle noch auf in Anführungsstrichen unsere Guideline hinweisen, 2017 in der ersten Fassung publiziert. Consensus Statement for Cancer Patients Requiring Intensive Care Support, wo unter anderem auf die Diagnostik des akuten respiratorischen Versagens hingewiesen wird. Ich gehe natürlich jetzt nicht nochmal auf diese Tabelle an, eine, die sehr ähnlich angelehnt ist an das, was ich Ihnen schon gezeigt hatte aus dieser Studie, wo man die Effektivität der BRL angeschaut hat. Diese Consensus-Guideline wird jetzt gerade neu aufgelegt, das heißt, in den nächsten Monaten wird es da neue Empfehlungen geben, Erweiterungen und ein Update, und unterstützt wird die unsere Initiative für Hämato-Onkologische Intensivmedizin, kurz iCHOP, von der DGN, ÖGIN, DGHO und ÖGHO. Ich komme nun zum zweiten Punkt, die Oxygenierungsstrategie, und da möchte ich ein bisschen ausholen, ohne viele Folien dazu zu zeigen. Vor 15, 20 Jahren, erinnere ich mich noch sehr gut daran, war das Paradigma, man darf diese Patienten nie intubieren. Wenn die erst intubiert sind, dann sind sie verloren. Und das war so ein bisschen eine self-fulfilling prophecy, weil wir auf Basis von 1 bis 2 Studien, die seinerzeit positiv ausfielen hinsichtlich der Effektivität von NIF, tatsächlich versucht haben, die Patienten so lange, wie es irgendwie nur ging, nicht zu intubieren. Wenn dann letztendlich überhaupt keine andere Möglichkeit mehr bestand, waren die Patienten schon so ausgepowert und ausgelaugt, dass sie dann wirklich eine hohe Mortalität hatten. Und das konnte man in all den Jahren danach sehr gut zeigen. Intubationsverspätung durch zu lange Sniffen, durch zu lange alternative Oxygenierungsstrategien, also spätes, nicht invasives Oxygenierungsversagen, ist assoziiert mit einer sehr hohen Mortalität. So dass es logisch war, dass man sich in den Jahren danach gefragt hat, wie effektiv sind denn diese Verfahren in neueren Zeiten? Sie müssen sich vorstellen, diese positiven Studien, die um die Jahrtausendwende publiziert wurden, da gibt es eine Arbeit von Hilbert im New England Journal of Medicine beispielsweise, da war es noch üblich, dass diese Patienten zu 80% der Fälle
versterben. Das hat sich aber in den Jahren danach geändert, sodass wir wesentlich geringere Mortalitätsraten haben. Und ich darf jetzt schon zusammenfassen, dass in neueren Zeiten die Effektivität der nicht-invasiven Beatmung eigentlich gar nicht wirklich gut belegt ist. Ich pick hier zwei Studien raus. Das sind prospektiv randomisierte Studien. Die erste hat sich angeschaut, kann eine nicht-invasive Maskenbeatmung im Vergleich zu Sauerstoffinsufflation einerseits die Mortalität verbessern oder auch die Intubationswahrscheinlichkeit verhindern? Und die Antwort ist nein. Also die 28-Tage-Mortalität ist hier exakt gleich. Und auch in Subgruppen, wo man geschaut hat, welche Art der Immunsuppression liegt hier vor oder wie hoch war der Sauerstoffbedarf, zeigen sich überhaupt keine Signale, dass Subgruppen hier möglicherweise doch profitieren könnten. Und auch was die Intubationshäufigkeit angeht, war überhaupt kein Unterschied zwischen nicht-invasiver Beatmung und Sauerstoffinsufflation. Wohlgemerkt, wir reden vom hypoxischen respiratorischen Versagen. Patienten mit obstruktiven Atemwegserkrankungen wie COPD oder kardialen Ereignissen mit schlechten Ventrikel und Stauung, die waren hier nicht involviert. Und wenn Sie sich hier einmal anschauen, wie viele Patienten hier gleich am Anfang innerhalb der ersten 2 Tage intubiert werden müssen, dann ist das fast jeder Dritte. Das wird dann noch ganz entscheidend sein, wenn ich Ihnen später noch was sage, wo man diese Therapien, wenn man sie probiert, überhaupt durchführen sollte. Aus meiner Sicht nämlich auf der Intensivstation aufgrund der hohen Wahrscheinlichkeit, dass sie gar nicht funktionieren und der Patient intubiert werden muss. Das ist die zweite und letzte Studie, die ich Ihnen dazu zeigen möchte. 700, deutlich über 700 Patienten prospektiv randomisiert mit akutem respiratorischem Versagen, also wiederum keine kardialen und keine COPD-Patienten. Ich habe man sich angeschaut, die Effektivität des HIFU im Vergleich zu Sauerstoffinsufflation. 80% dieser Immunsupprimierten hatten eine Krebserkrankung und das primäre Outcome war wiederum das 28-Tage-Überleben. Und Sie sehen hier überhaupt keinen Unterschied zwischen den beiden Gruppen. Das ist im Übrigen die größte prospektive Untersuchung zu HIFU überhaupt, die es gibt, meines Wissens, die also negativ ausgefallen ist. Und interessanterweise auch hier kein Signal in irgendwelchen Subgruppen. Also sei es jetzt, hat der Patient zusätzlich Katecholamine gehabt, nicht identifizierte Diagnose, war das ein hämatologischer oder ein Patient mit soliden Tumoren, Oxygenierungsdefizitschwere, überhaupt kein Unterschied. Auch kein Unterschied in den Intubationsraten. Das heißt, der HIFU bei diesen Patienten scheint auch nicht die Intubationswahrscheinlichkeit zu reduzieren. Und im Übrigen auch kein Unterschied, was die ICU-Acquired Infections angeht, kein Unterschied in der ICU- und Krankenhausliegedauer und keine Unterschiede im subjektiv wahrgenommenen Dyspnoe und Komfort. Das heißt, das Paradigma, dass wir diese Patienten nicht invasiv oxygenieren müssen, auf Teufel komm raus, ist mit diesen Studien eigentlich gefallen. Das Fazit zur Oxygenierungsstrategie: weder NIF noch HIFU verhindern Intubation oder Mortalität. Und die Spätintubation ist vergesellschaftet mit erhöhter Mortalität. Das heißt, ich zeige es am Ende nochmal, aber wenn Sie einen Krebspatienten intubieren müssen, dann sollen Sie damit nicht zuwarten, sondern das genau zu dem gleichen Zeitpunkt machen, wo Sie einen Nicht-Krebspatienten intubieren würden. Vorausgesetzt, das ist kompatibel mit den Therapiezielen für den Patienten. Hier nochmal zusammengefasst in freier Übersetzung, was unsere Guidelines dazu sagen. Falls ein NIF- oder HIFU-Trial bei Krebspatienten mit hypoxischem Acute Respiratory Failure eingeleitet wird, sollte bei Kontraindikationen und oder dem Auftreten vorab festgelegter Intubationskriterien unverzüglich eine Intubation mit invasiver mechanischer Beatmung durchgeführt werden. Und jetzt nochmal zurück zu den hohen Intubationsraten innerhalb der ersten 1 bis 2 Tage. Das ist ja ein Safety-Issue, wenn wir einen Patienten, der prinzipiell eine aus intensivmedizinischer Sicht kurative Intention hat, das heißt, der soll sein akutes respiratorisches Versagen bitte überleben, dann ist die Frage, wo ist denn das sicher durchzuführen? Und wir haben zumindest im Jahr 2017 gesagt, dass angesichts der erheblichen Versagensraten von nicht-invasiver Beatmung und HIFU bei hypoxischen ARF und des Mangels an ausreichenden Daten zur Sicherheit solcher Therapien auf Normalstationen
diese Therapien nicht auf einer Normalstation initiiert werden sollen. Nun, die Realität mag hier ein bisschen die sozusagen die gute Intention überholt haben. Mir persönlich sind keine Daten dazu bekannt und es das heißt auch nicht, dass es kein sicheres Setting außerhalb der Intensivstation geben kann. Mittlerweile haben Einrichtungen vermutlich ihre eigenen Algorithmen entwickelt, wie engmaschig monitiere ich den Patienten, wie schnell ist der Übergang zur Intensivstation. Das heißt nicht, dass man das gar unter gar keinen Umständen machen sollte, aber man sollte ein hohes, hohes Augenmaß, also ganz, ganz speziell auf diese Patienten achten. Zuletzt noch das Thema schweres ADS. Da haben wir wirklich ein Problem. Sie sehen hier die 90-Tage-Überlebensrate von Krebspatienten mit ADS. Also das ist wirklich nur ADS nach Berlin. Und Sie sehen, dass hier in dieser etwas älteren Kohorte nach 90 Tagen über 80% der Patienten mit schwerem ADS versterben. Das heißt, es stellt sich hier natürlich die Frage, was könnte man denn hier außer guter Intensivtherapie mit protektiver Beatmung, mit all dem, was man so rundherum macht, noch machen? Und da drängt sich die Frage auf, ob die Patienten sich nicht auch im Sinne der rezenten ESICM-Guideline für ADS aus dem Jahr 2023 für eine ECMO-Therapie empfehlen können. Die ESICM sagt ja, dass beim Nicht-Covid-Patienten, der die Olia-Einschlusskriterien erfüllt, auch der eine ECMO initiiert werden sollte, vorausgesetzt, das ist in einem ähnlichen Setting wie unter den Studienbedingungen, also in einem Zentrum mit ganz genau definierten Standards, die im Wesentlichen auch sich nach der Managementstrategie richten, die so oder so ähnlich auch in dem Deolia-Trial durchgeführt worden sind. Und wenn man sich die spezifischeren Guidelines anschaut, beispielsweise der ELSO, also des Extracorporeal Life Support Organization Gremiums, dann ist Krebs per se kein Ausschlussgrund, also es ist keine absolute Kontraindikation. Und es gibt eine Reihe an Fallserien zu diesem Thema. Aber nur eine etwas größere Studie, eine retrospektive Studie, die auch hier von den Kollegen aus Köln, Matthias Kochanek, aber auch Boris Böll, der hier heute da ist, mit iChOP durchgeführt worden ist, da hat man sich knapp 300 Patienten mit schweren respiratorischen Versagen angeschaut in den Jahren 2009 bis 2019. Solide Tumoren und hämatologische Malignitäten ungefähr gleich aufgeteilt. Die 60-Tage-Overall-Survival-Rate war auch eher bescheiden, also 27%, wobei es hier für so Patienten mit soliden Tumoren statistisch gesehen ein bisschen besser aussah. Aber wenn man sich das anschaut, kann man daraus schließen, dass die meisten Patienten, die so eine invasive Therapie erhalten, kein gutes Outcome haben werden. Und dann hat man hier in einem weiteren Schritt verglichen die Überlebenswahrscheinlichkeit von Patienten, die ECMO erhalten haben, in der Darstellung oben in der gelben Kurve und verglichen mit einem Propensity Score Matching mit einer ganz anderen Kohorte, die ungefähr im gleichen Zeitraum behandelt worden ist. Also das ist methodisch nicht ganz einfach, obwohl es extrem gut gemacht worden ist. Und da sieht man keinen statistisch signifikanten Unterschied. Man kann hier eventuell einen Trend hineininterpretieren, aber das ist momentan der Stand der Evidenz. Das heißt, es ist unklar, ob diese Patienten davon profitieren. Wir werden hier im Laufe des Jahres neue Daten haben vom Jelena Trial, wo man über 700 Patienten mit ADS und Krebserkrankung prospektiv angeschaut hat und hier auch nach prädefinierter Methodik sich angeschaut habe, ob die Patienten mit schwerem ADS, die eine ECMO erhalten haben, Überlebensvorteile haben in einem gematchten und adjustierten Modell im Vergleich zu solchen, die keine ECMO erhalten haben. Die Daten sind unter Embargo, die kann ich jetzt noch nicht mit Ihnen teilen. Ich kann Ihnen aber an dieser Stelle schon sagen, dass die Mortalität des schweren ADS bei diesen Patienten nach wie vor sehr hoch ist und wir nach wie vor angehalten sind, hier unsere Therapien zu verbessern, einerseits, aber andererseits leider auch diese Tatsache im Rahmen unserer Therapiezielsetzung im Hinterkopf zu haben. Dann darf ich zusammenfassen, die Identifikation
der Ursache des akuten respiratorischen Versagens ist sehr wichtig. Wir müssen wirklich beherzt zur Sache gehen und eine Vielzahl an nicht-invasiver Diagnostik bei diesen Patienten durchführen, plus minus einer BAL. Die Anamnese, das klinische Bild und die Radiologie kann wirklich sehr hilfreich sein, um herauszufinden, was der Patient hat. Zur Oxygenierungsstrategie lässt sich sagen, intubieren, wenn intubiert werden muss, weil NIF und HyFlo scheinen im Wesentlichen ohne Effekt zu sein, was die Intubationsvermeidung und die Mortalität angeht. Und die ECMO bei schwerem ARDS ist derzeit nicht oder noch nicht etabliert. Wenn wir das durchführen, dann müssen wir uns bewusst sein, dass wir uns, was die Evidenz angeht, so ein bisschen im freien Feld bewegen. Und wir werden aber in Zukunft sicher ein bisschen mehr dazu wissen. Dann danke ich für die Aufmerksamkeit. Ich möchte mich für die Einladung bedanken und für die tolle Organisation und allen Mitstreitern in der iJob-Gruppe, aus nah und fern, in den verschiedenen Fachgesellschaften und bei euch allen ganz besonders. Danke. Thank you.